Nächstes High Finish. Bullseye Doppel 1. Er wirft Bull. Okay. Das war vielleicht der schönste Dart, den ich je geworfen habe. Respektlos. Double Trouble. Was geht YouTube und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Online-Darts-Turnier, an dem ich teilgenommen habe. Es war sehr spannend bis zum Schluss. Schaut wirklich das Ende an. Crazy, was da passiert ist. Ein Spiel ging bis 3. Wer 3 Legs geholt hat, hat das Spiel gewonnen. Und vor jedem Spiel wurde ausgebullt, wer anfängt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Lasst ein Like und ein Abo da für mehr. Schaut gerne auch auf Twitch vorbei. Und jetzt viel Spaß. Ja, ein Turnier noch. Da schwitze ich richtig rein. Eine Minute kann ich mich anmelden. Chat, es geht los. Ready. Come on. Ich muss auf Bull werfen. Auf allen Ebenen vorbeigeworfen heute am Bullseye. 21 mm ist aber okay. Aber wenn man das vorlegt, sollte der Gegner das eigentlich haben. Man muss da eigentlich nur, keine Ahnung, also ist irgendwie leichter, ich weiß nicht. Wenn man weiß, der Gegner hat schon am Single Bull vorbeigeworfen, wenigstens. Das ist respektlos. Er wirft ins Bull, muss korrigieren, alles klar. Los geht's. Let's go. Nein! Komm! Fuck. Ja, gut, Guys, ich stelle mir die Doppel 16 als nächstes. Beruhigt euch alle mal. Wirklich. Unmove. Come on. Das sind die Phantom Flights, genau. Come on. Ich wollte schon vorlaufen. Nur geworfen. Hey Chat, was soll ich denn machen? Wo soll ich denn drauf gehen? Das funktioniert immer das, wo ich nicht will. Let's go! Woo. Einfach auf Bull gehen, stimmt eigentlich. Ich Idiot. Come on! Im E-Darts-Training hat das schon jemand gegen mich gemacht. 50 Rest Bull getroffen. Das war respektlos. Let's go. Richtig. Sorry, reingelackt. Also, ja, weggerutscht und reingelackt. Keine Ahnung, was soll ich sagen. Pet, wo soll ich hinspielen? Was soll ich machen? Bullseye Doppel 1. Junge. Er checkt. Im Anwurf. Komm on. Er hat halt 10 Jahre Zeit, weil ich keinen Triple treffe. Let's go. Wichtig, Mann. Bisschen am Choken gewesen schon wieder. Wichtige Darts. 64 im Schnitt gespielt. Top 16. Er wirft cool. Okay. Interessant.
Wenn vorbeiwerfen, dann kann ich schon richtig. Das ist mental. Psychisch denkt er jetzt, ich bin der Vollnoob. Aber ich hätte eh nicht Bullseye getroffen. Deswegen taktisch an die Sache rangehen. Real Talk. Da drin. Das war vielleicht der schönste Dart, den ich je geworfen habe auf die Doppel 8. Der Doppel 4 meine ich. Come on! Let's go! Oh. Wichtig und richtig! Hast nicht immer über Tops gespielt, wir reden nicht drüber. Ich spiele schon immer alles über Doppel 16. Komm jetzt, wichtig! ...104 habe ich aber actually schon immer so gespielt. Er checkt. Come on. Ich hab Anwurf jetzt. Ganz, ganz wichtiges Triple. Die 3 hat schon wieder einen Schaden dagelassen. War True Damage gerade bei der 3. Machen wir gerade beide nicht gut. Beide machen es gerade nicht gut. Come on. Das Ding ist halt, wenn ich gegen einen richtig guten Spiel, dann ist das fatal, was ich hier mache. Yes! Auf geht's! Schön am Ende. Doch wieder Top-Spieler. Ich kann alles einfach. Nächstes Spiel steht schon auf der Matte. Top 8. Gibt's auch nicht so oft irgendwie, dass beide treffen. Ich hab Anwurf? Okay, crazy. Dachte ich jetzt nicht. Wir kommen rein. Wie durch eine Drehtür. Felix steht für gute Darts und 180er. Yeah. Schön die 5 geworfen, um 100 Rest zu haben. Genauso wollte ich. Nächstes High Finish. Auf geht's! Schöner Switch, Switch. Gute 100, wichtig.
80 Punkte, kann ich checken. Er muss erstmal 82 machen. Warte. Come on. Punkte gecheckt. Ich bin so da mit den Finishes heute. Richtig. Das Setup. So, jetzt wird aber geprüft, ob ich Tops wirklich so gut bin. GG. Halbfinale. Oh, 72 gespielt. 64, 60, 72. Kriegst du was für das Turnier? Ja, ich krieg Respekt aus meinem Chat. Das ist alles, was ich will. Ihr wisst gar nicht, wie geil das ist, wenn man checkt und dann liest man so stark. Das ist geil. Wenn ich es gewinne, kriege ich 5 Subs. Okay. Ich habe gerade alles in diesen Dart of Bull gelegt, ne? All meine Kraft. Aber nichts. Muss aber auch erstmal besser machen, meinen Gegner. 28 mm, perfekt. Okay, darfst du anfangen. Glück gehabt. Good Darts. Schönes erstes. Der zweite war reingelackt, ich gebe es zu. Der war so knapp. Der war so unfassbar knapp. Der war so knapp. Das ist krass. Wow. Wow. Crazy, ich treffe die Doppel 19 nicht, er macht sie. Oh mein Gott. Aber war zum Anwurf. Hat er durchgebracht. Ein bisschen biegen und brechen, jetzt habe ich Anwurf. Come on. Come on jetzt. Das ist leider sehr schlecht. Double Trouble. Er macht's jetzt 100.000%. Okay. Schere bei beiden. Hoch. Old. Bruder, ich werf 20 Darts vorbei. Cool. Come on. Wir strugglen beide hart. Aber er macht's. Boah. Er checkt. Ich hab Anwurf. Let's go!
Schön. Wir sind da, aber scheiße gestellt. Aber ich nehme lieber ein Triple und stelle mich scheiße, als kein Triple und scheiße zu sein. Schönes Ding. Ist okay. Ich wollte mir eigentlich nur stellen. Doppel 16. Zum Ausgleich. Yes. Wichtig. Gegner hat der 100 pro 170 gecheckt. Jetzt hat er aber Anwurf. 2-2 steht's. Die Sider. Wer dieses Leck, wer jetzt 501 schneller auf 0 bringt, hat gewonnen. Wir starten beide. Kern beschissen. Yes! Wie wichtig! Reingezittert, come on! Okay, wirft eine 180. Come on. Was ist los? GG. Boah. Das war bitter. Jedes Spiel über 60 gewesen. Boah, das ist mies. Wie knapp die waren, ne? Das waren meine Matchstarts auf der Doppel 4, die ich so knapp vergeben habe. Sehr, sehr schade. Sonst wäre ich ins Finale eingezogen und ich bin mir fast sicher, dass ich das gewonnen hätte. Trotzdem hoffe ich, euch hat das Video gefallen, auch wenn es kein Sieg war. Aber kann man ja auch nicht jedes Turnier gewinnen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum Schluss. Bis zum nächsten Mal.